Afrika. Jetzt ein paar Wochen nach der Wahlkommission rauf, dass wir ein Budgetloch haben. Und dann wissen sie nicht einmal, wie viele sie Schulen haben. Ja, super. Du, wenn ich so wirtschaften darf, dann war ich schon lang pleite. Ich weiß genau, wie viel Kirchen stehen in meinem Stall. Nicht? Aber bei der Politik ist wurscht, gell? Wenn sie eine Schulen haben, dann wird dort was gespart. Nicht? Und wo wird eingespart, ha? Wo wird eingespart? Bei den Banken? Na, bei den Banken wird nicht eingespart. Die haben ja kein Geld. Bei den Millionären wird auch nichts eingespart. Weil die Politiker, die kuschen ja vor den Millionären. Weißt du, wo eingespart wird, ha? Bei den Familien, da wird eingespart. Freilebe. Ja, die Familien, die haben ja genug Geld. Du, ich hab 5 Kinder. Ich weiß gar nicht mehr hin mit dem ganzen Geld. Du, schau, was ich gehört hab da. Das können sie alles haben, die Politiker. Können sie sich in Arsch einschieben, das ganze Geld. Nicht? Bei den Familien, da kannst du sparen. Nicht? Bei den Familien, die haben keine Gewerkschaft. Die Familien haben keine neue Bar. Der mit seinem fetten Arsch alles blockiert. Nicht? Und dann trauen sich diese Politiker noch rotzfrech hergehen, zu sagen, dass sie vor der Wahl nicht gelogen haben. Das sind alles eine Lirnschiebel. Aber wenn er mir eine Bank eine Milliarde braucht, das ist wurscht, gell? Haben sie ruckzuck da, ist Geld. Und für Großprojekte haben sie gehört. Und für diesen Job haben sie gehört. Den Job, der wird extra Posten geschaffen, damit er 14.000 Euro im Monat verdient, damit er ihn verhungert. Dann traut er sich auch noch Herz und Gänse sagen, dass diese Tätigkeit durchaus mit Arbeit verbunden ist. Der weiß nicht einmal, was Arbeit ist. Der verdammt nochmal. Und diese Monika Lindner, von der rede ich schon gar nicht mehr, aber sie ist, rege ich mir nur mehr auf, gell? Da kannst du, da können sie sich aufhören. Was eingespart hier? Na, und dann wundern sie sich auch noch, diese ganzen Politiker. Wundern sie sich, wenn sie keiner mehr wird, nicht? Wenn sie auf die Familie, nicht auf die Kinder scheißen. Das ist das Gleiche, wenn ich meine Kälber nochmal vierter und mir wundern, dass sie nicht wachsen, ne? Die ganzen Politiker, die können eingespart. Und was mit so einem Sparpaket gehört? Sag mir, was mit so einem Sparpaket gehört, du? Ich kann mit einem Sparpaket, das gehört Zangenroschen, du. Also, ein Klumpen, du. Also, normalerweise ist in einem Paket was Scheiß drin, aber in so einem Sparpaket ist alles Scheißdreck drinnen. Ich will mein Stimm zurück. Für dich.